Heute filme ich in Walnut Creek, mitten in Little Switzerland, in Ohio, in der Nähe von Berlin. Eine tolle Schokoladenmanufaktur, die seit 1987 in Ohio, in Little Switzerland, in Walnut Creek ansässig ist. Sie hat es verstanden, sich mit ihrem Schokolade einen Namen zu machen. Eine Schokolade, wie sie auch in der Schweiz hergestellt wird. Von außen ist es eine Schauschokoladefabrik. Die Besucher, ca. 300 am Tag, können beim Schokolademachen zugucken. Wir durften etwas näher hin zum Zugucken, denn der Film ist für Koblenz ein kleiner Werbefilm für Betriebsführungen. Und man sieht, die Amish People legen hier Hand an, um guten Schokolade zu produzieren. In den ersten Jahren wurden hier 200 Pfund Schokolade in der Woche produziert. Heute ist es das Zehnfache. Das liegt auch daran, dass es Koblenz verstanden hat, die Konsistenz der Schokolade noch schmackhafter zu machen. Es ist ihnen gelungen, in 30 Jahren die Geschmacksentwicklung mit zu verfolgen und zu verbessern. Mit tollen Kreationen, die von vielen Amish-Mädchen mitgestaltet und mitentworfen wird, ist Schokoladefabrik Koblenz führend in Ohio. Mit denen an die vier Jahreszeiten angepassten Kreationen versteht es die Schokolademanufaktur, die Verbraucher an sich zu binden. Auch die Beliebtheit von den Touristen zum Little Switzerland hier bei den Amish People hier im Großraum Millersburg hat die Firma Koblenz natürlich vorwärts gebracht. Circa 2 Millionen Touristen kommen im Sommer und die Hälfte ungefähr im Winter. Und ein großer Teil besucht natürlich die Schokolademanufaktur und kauft auch ein. Ich habe mir sagen lassen, bis zu 300 Besuchern am Tag. Wir von Las Vegas Fun Produktion hatten hier 2 ganz tolle Filmtage und durften naschen bis zum Abwinken. Auch die Mitbringsel wurden uns geschenkt, deshalb hatten wir auch unseren kleinen Mercedes-Transporter dabei. Das war gar nicht falsch.